Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Das ist das, was sie ist. Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Das ist das, was sie ist. Wir müssen uns ja abheben von dem Gespräch gestern zwischen der Kanzlerin und ihrem Stellvertreter, ob sie die Firma vielleicht gemeinsam weiterführen. Wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Also ich muss Ihnen mal ganz ernsthaft sagen, dass das Besatzungsstatut immer noch gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945, wir haben das Jahr 2013. Könnte man das nicht mal aufheben und die Besatzung Deutschlands beenden? Also ich finde, es wird höchste Zeit. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Die Bevölkerung ist nicht unser Problem. Das Problem, das ist in der Demokratie nie so. Was? Nein. Entschuldigung, das ist nur die Arroganz derer, die auf dem Podium sitzen. Dass sie glauben, das Volk sei das Problem. Das Problem sind immer nur die Regierenden, nicht das Volk. Künftig wird die für Deutschland entscheidende Politik von 27 Staats- und Regierungschefs bestimmt, von denen mindestens 26 Nichtdeutsche. Wie sich das mit dem Leitsatz aus Artikel 20 des Grundgesetzes alle Staatsgewalt geht vom Volke aus verträgt, ist mir schleierhaft. Das Milliarden-KPU und damit die finanzielle Belastung für uns Deutsche wird noch eine gewaltigere Dimension annehmen. Meine Damen und Herren, das wird ein neues Versailles für Deutschland. Und genau diese Tatsache verschweigen Sie dem deutschen Volk. Durch diesen EU-Reformvertrag, meine Damen und Herren, legitimiert Sie Brüssel allmächtig und ungehindert über deutsche Interessen zu entscheiden. Dieser Vertrag ist ein neuerliches Ermächtigungsgesetz, meine Damen und Herren. Und gerade wir hier in Deutschland sollten ganz vorsichtig sein. Eigentlich können Sie alle hier froh sein, dass das deutsche Volk seit Jahren von Revolutionen die Nase voll hat. Sonst würden wohl heute etliche Bürger dieses Hohe Haus belagern und Sie zum Abdanken auffordern. Das Recht dazu hätten Sie. Schließlich heißt es in Artikel 20 Grundgesetz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Genau hierfür sieht jedoch das Grundgesetz das sogenannte Widerstandsrecht vor. Ich zitiere, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand. Grüße an das deutsche Volk. Ich komme zu euch mit der Bitte, vereint wie ein Mann zu stehen. Denn zusammen sind wir stark, getrennt sind wir schwach.
Die Zeit ist gekommen, dass sich das deutsche Volk erheben muss. Wir sind in einem Teufelskreislauf aus Selbsthass, Schuldbewusstsein, Tabuthemen, Geschichtsfälschung, politischer Korrektheit, Zensur, Manipulation, Gehirnwäsche und Propaganda gefangen. Deutschland ist ein besetztes Land, wird von der BRD GmbH verwaltet und die Deutschen sind das Personal. Kein Friedensvertrag, keine Verfassung, nicht souverän, unser Land liegt in Trümmern. Systematische Vermögenszerstörung durch den Euro, systematische Umerziehung und geistige Manipulation durch Medien und Schule, gezielte Zerstörung der Familie, Feminismus, Wahnsinn und Vermännlichung der Frauen, geplante Frühsexualisierung und sexuelle Umerziehung unserer Kinder, unbegrenzte Masseneinwanderung und Multikulti-Wahnsinn. Wir müssen aufrecht stehen als Deutsche, die Macht des Volkes von der Tyrannei zurücknehmen, Deutschland neu aufbauen als das, was es sein soll. Das Land der Dichter und Denker, das Land der Freiheit, das Land, das mit seinem Geist die Welt von der Sklaverei befreit. Ein freies Deutschland für eine freie Welt. Die Forderungen sind einfach. Wir fordern die Auflösung der BRD GmbH. Wir fordern ein freies, souveränes Deutschland mit eigener Verfassung. Wir fordern das Ende der EU-Diktatur. Wir fordern ein freies Europa mit souveränen, freien Völkern. Wir fordern ein Ende des Zinsgeldsystems, welches die gesamte Menschheit versklavt. Wir fordern ein zinsloses Freigeldsystem nach dem Vorbild von Silvio Gesell. Wir fordern die Zulassung von freier Energie. Wir fordern ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir fordern den Schutz und die Förderung der Familie. Wir fordern eine gezielte Förderung der Talente unserer Kinder. Wir fordern, dass jeder Mensch seiner Berufung nachkommen und somit seinen Lebenssinn erfüllen kann. Wir fordern natürliche Bio-Lebensmittel für alle. Wir fordern das Ende der Massentierhaltung. Wir fordern einen sauberen Himmel und somit ein Ende des Chemtrail-Wahnsinns. Wir fordern ein Ende der CO2-Lüge und der Lüge des angeblich menschengemachten Klimawandels. Wir fordern unabhängige und freie Medien. Wir fordern ein Ende der Kriegstreiberei. Wir wollen keinen dritten Weltkrieg, wir wollen Frieden. Wir wollen ein freies Deutschland, ein freies Europa, eine freie Welt, mit freien Menschen, freien Völkern und freien Tieren. Die Sklaverei ist beendet. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist reif. Steht beieinander Schulter an Schulter wie Bruder und Schwester und fordert Deutschland zurück fürs Volk. Wir sind Deutsche. Wir sind das Volk. Unsere Geduld ist am Ende und wir haben die Schnauze voll. Wir vergeben, aber wir vergessen nicht. Wir sind vereint wie Bruder und Schwester, getrennt durch nichts. Erwartet uns, denn wir erheben uns. Ich würde Ihnen empfehlen, gehen Sie durch dieses Portal mal hier rein. Dort steht in Stein gemeißelt, dem deutschen Volke. Und hören Sie mal auf diese Inschrift, meine Damen und Herren. Entscheiden Sie sich für Deutschland.